Herzlich willkommen zurück in Enderal. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, denn wir betreten heute den lebenden Tempel. Der steht schon direkt vor uns und wir wollen mal den Siegelstein hier einsetzen. Tatsächlich. Perfekt. Dann mal los. Haltet eure Waffen bereit. Die Unterbahn befindet sich auf der tiefsten Ebene, wenn Lushishis Theorien stimmen. Na gut, dann halte ich die Waffe bereit. Nee, noch nicht. Nee, nachher. Ja, sieht cool aus, auf jeden Fall. Und so wie es aussieht, haben wir jetzt eine Brücke, die uns herüberführt, über die Schlucht, rein in den Tempel. So, Jesper kommt auch irgendwann mal hinterher. Eine Frage, Mr. Funkenschlag. Warum eigentlich ich? Warum was ihr? Das ist jetzt das dritte Mal, dass ihr mich anheuert. Und mein Sold ist nicht gerade niedrig. Wieso? Ach, was wollt ihr hören? Eine Liebeserklärung? Ihr seid ein Saufbold und ein Strauchdieb. Aber ihr erledigt, was man euch auftragt. Und das gewissenhaft. Der Tag, an dem ich mein Vertrauen in eines dieser Götterlämmer stecke, ist der Tag, an dem ich nackt durch die Oberstadt tanze und Loblieder auf die Lichtgeborenen singe. Ich würde dich gern sehen. Das wäre doch mal ein erfrischender Anblick. Aber echt? Bin ich mir sicher. Jetzt haltet den Mund. Wir müssen dem Tempel zumindest nicht entgegenschreien, wo er die nächste Fallgrube öffnen muss. Die Tür sieht doch schon ziemlich geil aus, oder? Na gut, Textur, Qualität könnte auch ein bisschen höher sein, die Auflösung, aber an sich sieht schon ziemlich geil aus. Okay, rein geht's. Los geht die wilde Fahrt in den lebenden Tempel. Und ich sehe auch schon durchaus ein, zwei, zumindest mehr oder weniger lebendige Dinge. Vorne zum Beispiel. Ha! Gut erwischt. Funkenschlag, ich rette dich. Naja, das wird auf jeden Fall lustig. Das glaube ich auch. Ach komm, mach mal eine Attrappe. Kann auch nie schaden. Um noch ein bisschen mehr hier Action reinzubringen. So, perfekt. Auch sparen können. Naja, jetzt. Ich fand das eigentlich. Gut, das stimmt. Ich hatte halt gerade mit dem Level-Design angeredet. Meinte hier, die Gegner hätte man sich auch sparen können. Die beiden ist nicht so wichtig. Kann ich ihm auch irgendwo zustimmen? Oh, das war die Attrappe. Oh, was haben wir denn da vorne? Wie riesig einfach, oder? Ist doch abnormal. Vorsicht, Funkenschlag. Toll. Der Pfeil ist gerade. Habt ihr das gesehen? Das ist richtig komisch geflogen. Richtig vorbei am Cursor. Merkwürdig. Ein grotesker Verlorener. Ist das der hier? Der ist halt riesig. Ach du Heilige. Und er ist scheinbar hinter uns her. Ah, doch nicht. Ah, oder doch? Hilfe. Oh, oh. Besser nicht in die Schlagreichweite kommen. Könnte sonst, glaube ich, ungesund für uns enden. So, perfekt. Attrappe war da. Oh, yes. Jetzt machen wir richtig Schaden. Und das war's auch schon mit dem. War jetzt nicht so krass, ne? Also schon ein bisschen. Er sieht halt ordentlich aus. Blutverschmierter Kriegshammer. Okay, sorry, aber den muss ich mitnehmen. Ach, wen haben wir denn da vorne? Guten Tag. Schön, Sie auch mal zu treffen. Also, mit einem Pfeil zu treffen, meine ich. Warte, dieses Geräusch?
Ist im Spiel, oder? So ein helles. Jetzt höre ich es nicht mehr. Na, wahrscheinlich der Tempel, der lebt halt, ne? Ganz klar. Deswegen, ich bin ja der Erzbaron. Deswegen muss ich natürlich erstmal Erz abbauen, na, ganz klar. Oh, eine Kiste. Ja, es lohnt sich immer, auch mal ein bisschen abseits zu gehen. Ja, boah. Zumindest so ein bisschen lohnt es sich. Okay. Sieht aus wie so ein bisschen ein Lagerfeuer, oder? Vielleicht für diesen einen komischen, grotesken Verlorenen. Diesen Riesen. Na gut, die warten natürlich schon wieder auf mich. Tut mir leid, aber ich muss mir das echt mal anschauen. Das sieht halt doch zu krass aus, um jetzt einfach direkt weiterzugehen. Ja, okay. Ich soll weitergehen. Verstehe schon. Gut, die schleichen auch. Dann schleiche ich auch mal. Oh. Himmel, Arsch und Zwirn, nimmt das denn nie ein? Gut, noch geht's aber, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wir sind auch schon relativ stark vom Level her. Fürster verloren. Und mit zwei Helfern in der Seite, vielleicht sogar drei, wenn man als Rappe hier beschwört, dann geht es natürlich schon ziemlich gut. Das ist gar kein Problem. Ja, der Funkenschlag ist nicht mehr der jüngste. Aber dafür, wir sehen ja oben links, hält er sich echt wacker im Vergleich zum Jesper. Der alte Hau drauf. Oh, was haben wir denn da vorne? Aha. Eine Steintafel. Die hinten immer noch am Schleichen, deswegen brauchen die ewig. Ja, und hier geht es scheinbar erstmal nicht weiter. Wahrscheinlich muss sich jeder von uns auf eine so eine Platte stellen. Oh ja, ich sehe es schon kommen. Und dann dürfen wir wieder alleine weitergehen. Ne, Funkenschlag, was sagst du? Moment, wir essen ganz kurz noch was. Abzweigungen. Scheint, als müssen wir uns... Oh, Moment mal. Auf der Tafel hier steht etwas. Kuyara nem Hoyesa nem Gandila Bayara. Ach so, klar. Interessant. Ja? Ich übersetze es gerade. Nashiri könnte das besser. Mit dem Alter wird man eben doch langsamer. Aber ich glaube, das bedeutet so viel wie der Krieger, der Weise und der Dunkle zusammen führen das Licht. Ah ja. Und seht mal da, über den Eisenturm. Juraria, Juresa, Gandila. Der Krieger, der Weise und der Dunkle. Klingt für mich, als befindet sich am Ende eines jeden dieser Gänge etwas, was wir benötigen, um zum Licht zu kommen. Gut kombiniert. Das heißt dann also aufteilen. Seht ihr die Druckplatten? Für mich sieht das aus, als müsste sich jeder von uns auf eine stellen, damit sich das Gitter öffnet. Den Weg des Weisen sollte ich gehen. Josef, was ist mit euch? Den des Kriegers? Schön. Dann bleibt für euch noch der Weg des Dunklen. Also, los geht's. Wir treffen uns dann beim Licht. Kommt, stellt euch auf eure Platten. Ich finde das so geil, dass er ihn Josef nennt. Es ist so witzig. So verdammt witzig. Okay, wir sollen dahin. Ja, wir sind der Dunkle. Ist natürlich die Frage, warum sind wir der Dunkle? Ich kann Vermutungen anstellen. Will es aber an der Stelle noch nicht, weil wir da vermutlich noch ein bisschen mehr zu erfahren werden. Funkenschlag ist nicht der schnellste, ja. Er hat seinen Gehstock vergessen, ja. Das dürfte ihm jetzt nicht verübeln. Er hat halt einfach den Gehstock vergessen. Guck, er denkt sich, er hätte ihn hier, aber ja, man sieht halt, ohne Gehstock ist es schwer. Da ist er natürlich ein ganzes Stück langsamer. Naja, gut, okay. Wir machen mal einen richtigen Speicherpunkt hier an der Stelle. Und dann geht's weiter. Juhu. Mein Gitter ist offen. Ja, meins auch. Los geht's. Oh, perfekt. Im lebenden Tempel. Und jetzt komplett auf uns alleine gestellt. Ach du Heilige, das sieht schon ein bisschen übel aus hier.
Na, wobei. Der weiß noch nicht mal, wo wir sind. Gleich ist er tot. Ja, jetzt. Ja, wir schlagen uns ja richtig gut. Wir sind schließlich der Dunkle. Na, fast. Immer nicht so einfach in den Weg zu schießen. Jetzt haben sie uns gleich. Ah, Abstand, weil wir explodieren ja immer. Genau, aber das ging doch richtig gut. Ich bin völlig überrascht. Also von mir selbst jetzt auch einfach. Ne? Das ging wirklich besser als erwartet. Ihr seid wahrscheinlich alle schon total traurig. Ach Mist, ich hatte gehofft, er würde hier 10-mal verrecken. Aber nein, nein, nein. So läuft das hier nicht. Schön noch Feuersalze sammeln. Wo geht's denn hier lang? Ist das schon da der richtige Weg? Nee, oder doch? Ich weiß es nicht. Ja, könnten wir schlafen. Warum auch immer wir schlafen sollten. Der Zauberbrecher. Ach krass. Den nehmen wir natürlich mit. Ist es derselbe wie in Skyrim? Wenn ja, wäre das natürlich ziemlich krass. Sollten wir uns dann auf jeden Fall merken, dass wir den haben. Denn wer weiß, wahrscheinlich bekommen wir den hier nicht ganz umsonst. Vielleicht haben wir später noch starke Zauber, gegen die wir uns schützen sollten. Cool. Ich habe schon wieder ganz vergessen, dass man den Zauberbrecher bekommt. Naja, gut. Dann gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Noch muss ich sagen, hat uns der Tempel nicht sonderlich viele Fallen gestellt, oder? Aber oh, ich glaube, das könnte sich hiermit ändern. Ah, juhu. Ja, 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 ja. Leicht lebensmüde, aber es ist ja nur ein Spiel. Keine Stufe ist irgendwie abgekracht oder so. Merkwürdig. Merkwürdig. Bin ich so gar nicht gewohnt, muss ich sagen. Oh, yes. Mit einem Schuss weg. Nur jetzt fehlt auch der Bogen. Komm schon, da war doch noch eins. Sehr schön. Okay, schauen wir noch ganz kurz hier weiter. Gibt es noch irgendwas Spannendes? Da will ich nicht runterfallen. Ja, nee, wirklich nicht. Ein Sarg. Oh, ein Sarg mit altem Stoff. Wow, hat sich ja voll gelohnt. Nehme ich nicht mal mit. Alter Stoff, was soll man damit? Noch ein Sarg. Nochmal alter Stoff. Wahrscheinlich sind die Leichen schon so weit verwest, dass da wirklich nur noch der Stoff, in dem die mal eingewickelt waren, übrig sind. Wobei, da sollte ja eigentlich auch zersetzt werden, oder? Ich kenne mich jetzt nicht so sehr aus, muss ich zugeben, aber ich würde eigentlich vermuten, dass das auch zersetzt wird. Mit der Zeit. Es klingt, als wäre hier noch so ein Licht. Aha. Habe ich jetzt etwas zu spät gefunden. Oh, nee. Ich treffe halt einfach gar nicht. Aber jetzt haben wir es auch. Gut. So, das war hier. Es gibt schon viele Abzweigungen hier. Ah, erste Falle. Bisschen über Plan. Also wir natürlich erstmal den Weg nehmen, wo wir nicht lang sollen. Da geht es, glaube ich, dann später weiter. Also gehen wir doch erstmal hier lang, wo die schöne Falle war. Wenn eine Falle ist, heißt es ja auch, dass hier irgendwas Wichtiges kommt. Glaube ich zumindest. Der Bogen ist auch nicht mehr allzu lang da. Jawohl. Das Problem ist auch, ich habe gerade keine Ahnung, wann wir die Folge angefangen haben. Jetzt weiß ich auch nicht, wann wir sie aufhören sollten. Oh, das ist ein bisschen ein Problem vielleicht. Kann also im Endeffekt sein, dass die Folge vielleicht viel zu lang oder viel zu kurz wird. Da muss ich mich jetzt auf mein Bauchgefühl verlassen. Mein Bauchgefühl sagt mir, hier machen wir noch ein bisschen weiter. Aha. Selnas Marsch, das nehmen wir mal mit. Ein Skelett. Und eine Truhe. Okay, hier ist aber tatsächlich dein Ende. Das ist gut.
Ein Ambrosia. Siehst du wirklich fast gar nicht. Ich meine, auf YouTube seht ihr vermutlich wirklich nichts. Ich sehe hier zumindest noch ein kleines bisschen. Ja. Ah, nein. Ich will da drauf, weil da oben drauf ist noch Zeug. Nur ich weiß, dass es nicht so einfach dahin zu kommen. Ah. Ich muss eigentlich wirklich von hier aus irgendwie drauf springen, glaube ich. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Oder vielleicht von hier aus. Vielleicht erstmal hier auf diesen Vorsprung. Ja, ja, ja. Okay. Und ein Sarg noch mit einem Schädel. Wow. Das ist auch nicht so toll. Aber gut. Wir gehen zurück. Durch diesen Gang. Was sagt eigentlich die Traglast? Geht noch. Wir haben, glaube ich, auch noch irgendwo, genau, eine Eispranke, die können wir noch kurz essen. Und sieht ihr, da vorne ist, glaube ich, ein Ahnengeist. Den will ich hier treffen. Na. Yes. Die Distanz. Das ist schon ordentlich. Na, jetzt bewegt er sich weiter, natürlich. Komm schon, Ahnengeist. Beweg dich nicht so sehr. Das ist doch... Ist doch hier kein Zirkus. Was soll das hier? Ah, yes. Das war zwar nicht der Ahnengeist, aber ich habe tatsächlich das noch viel schwerer zu treffende Ding. Also dieses Irrlicht habe ich einfach abgeschossen. Wow. Aber jetzt haben wir auch den Ahnengeist. Auf die Entfernung können die halt einfach nichts machen. Kann halt überhaupt nicht einschätzen, wie das Ding sich bewegt. Überhaupt nicht. Keine Chance. Und jetzt habe ich keinen Bogen mehr. Toll. Super. Blöder Ahnengeist. Okay, ich sammle mal, ich nehme mal hier unseren normalen Bogen. Was haben wir denn hier? Ach komm, nehmen wir mal den hier. Wenigstens bewegt er sich jetzt nicht mehr. Und damit haben wir ihn auch. Perfekt. Wir haben da oben zwei Seelensteine. Ich fürchte, die schießen uns ab. Ja. Aua. Kann man die treffen? Ich weiß es ja ehrlich gesagt nicht. Ich fände es cool, aber ich bin mir echt nicht so sicher. Yes. Jawohl, das geht. Cool. Na gut, und jetzt stehen wir hier vor diesem Schalterrätsel. Was, glaube ich, nicht sonderlich schwer wird, aber wir werden sehen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann tatsächlich erst in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge ist. Kann sein, dass sie zu kurz ist. Wenn ja, dann ist es halt so. Gut, kann ich jetzt nichts für, aber... Also gut, irgendwie schon was, weil ich habe die Zeit übersehen. Aber ich glaube, wir haben eine halbwegs normale Folgenlänge. Von dem her wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und da machen wir in der nächsten Folge im Tempel weiter. Ich bin sehr gespannt, was so kommen wird. Und bis dahin, schönen Tag noch und ciao.